So, gucken wir uns mal die beiden Missionen an. Erstmal hier die Magierbasis. Gefahrenzone. Dies war als eine der mächtigsten Zwergenstädte und die größte in Midland. Angeblich konnten die Zwerge hier den Magiern und ihren Armeen am längsten standhalten. Schließlich sahen sich die Zwerge aber auch hier zum Rückzug gezwungen. Damit gaben sie alles auf, was sie hier geschaffen hatten. Nun ist das Gebiet nur noch ein fahler Schatz seiner früheren Herrlichkeit. Außer Ruinen und Spuren ist nichts geblieben. Könnten wir spielen. Aber der Nordpass, der ist erstmal besser. Weil man sieht da, hier steht Gefahrenzone, hier steht nichts. Dieser Ort lag an der Hauptstraße, die in nördlicher Richtung nach Windhaft und Snorberg führte. Windhaft. Hierher transportierten viele Zwerge Rohstoffe und handelten miteinander. So wurde eine kleine Siedlung schließlich zu einer reichen Stadt. Und er wurde für Durchreise zum Brauch. Und es wurde für Durchreisende zum Brauch, dort zu rasten. Also ja. Machen wir erst die Mission hier, weil die einfacher ist als die hier und eigentlich optional wäre. Man sieht hier kreisen irgendwelche Waffen drumherum. Also das ist immer, wird immer angezeigt, was für eine Belohnung es hier gibt. Also starten wir. So. Listen up now. Gehen ist es noch sehr weit. Oh, wir sind schon da. Jo. Das ist doch mal ein Ort. Was ist das nochmal für ein Ort? Lass mich auf, auf der Karte nachsehen. Ah, genau, das hier war der Nordpass. Man sagt, dass jeder Zwerg, der jeweils in den Norden gereist ist, hier für Essen und Unterkunft eingekehrt ist. Der Hauptbesuch war ab... Der Hauptgrund war beim Besuch bei Mulgar Fjordkliver und seiner legendären Ausrüstung. Ich weiß nicht, welche Art von Ausrüstung hier gefunden werden kann, aber ich werde sie mir auf jeden Fall holen. So, erster Forschungspunkt geht gleich mal in die Forschungseffizienz. Ja, und man sieht schon, wir haben wieder... Wir haben diesmal zwei große Holztruhen, das uns ziemlich viel Lagerkapazität gibt. Wir haben, was haben wir denn? Wir haben den Prinzen, wir haben zwei Bergarbeiterzwerge. Und ansonsten sehr viel Zufriedenheit. Ja, ich buddel erstmal hier aus. Dann gucke ich kurz nach oben, ob sich auf der Oberwelt Wölfe rumtreiben für ein bisschen Kampftraining. Nein. Gut. Das ist übrigens auch ziemlich gemein. Hier sind nämlich Ressourcen im Schacht drin. Die werde ich aber explizit mal ignorieren. Werde lieber hier ausgraben. Und werde auf jeden Fall hier ein bisschen den Raum vergrößern. Auch wenn wir dadurch hier in unseren Forschungsraum graben. König Vater hat mir gesagt, dass Mulgar vom Fjordkliver Clan einer der legendären Krieger vergangener Tage war. Anscheinend wählte der Clan seinen Namen, nachdem Mulgar das Meer gespalten hatte. Ja, was auch immer. Aber seine Ausrüstung bleibt trotzdem interessant. Jo, kein Interesse an alter Geschichte. So, hier unten ist Gold. Das holen wir uns auch gleich mal. Und dann müssten wir auch hier den Raum etwas vergrößern. Den Raum hier lassen wir, wie er ist. Und da ist noch mehr Stein. Ich mache auf jeden Fall hier noch etwas größer. Der bricht gleich runter. Hier wären auch noch Steine.
Und ja, hier über dem Thron ist Gold. Versetzen wir mal die Fackeln kurzzeitig. Während sie hier mit dem Graben beschäftigt sind. Und ja, er forscht fleißig, auch wenn er es gerade nicht sehr effektiv macht. Nebenbei, wir könnten in Hempford schon mal zwei weitere Jungzwerge anfordern. Die können dann schon mal ein bisschen leveln. Nämlich. So, machen wir hier noch ein bisschen weg. Und ja, hier unten könnten wir dann die Forschung hinverlegen. Ah, nee, dich machen wir mal nicht weg. Lassen wir dich ruhig mal da. Gut, die Bergarbeiter sind müde. Lassen wir sie schlafen eine Runde. Währenddessen gucke ich mich weiter nach Rohstoffen um. Du hast schon Stufe 5 erreicht. Gut. Und ja, gucken wir mal in die King's Quest. Lassen hier im Hintergrund ruhig alles weiterlaufen. Zum Beweis eures Wertes findet ihr den legendären Schatz. Irgendwo hier muss eine Schatzkammer versteckt sein. Wenn wir sie finden könnten, hätten wir König Vater bewiesen, dass wir das Zeug dazu haben. Das würde ihn überzeugen. Da ihre Position unmöglich bestimmbar ist, sollen wir so lange herumgraben, bis wir sie gefunden haben. Findet Hinweise auf den Schatz. Irgendwo hier muss es einen Hinweis auf den Lagerort des Schatzes geben. Wir sollten uns nach Anhaltspunkten oder Wegweisern umsehen, die uns den Weg weisen. Zwerge hören sich selbst gerne reden oder betrachten mit Wonne ihre eigene Handschrift. Deshalb müsste es hier massenhaft Anhaltspunkte geben. Lasst uns herumgraben, bis wir sie gefunden haben. Baut Steinstatuen. 4 Stück. Zwerge lassen sich von großen Bauwerken beeindrucken. Hä, was? Wo ist dieses verdammte Ding? Mein Zwergen die ganze Zeit beim Graben und Arbeiten zuzusehen, ist weich kein Zuckerschlecken. Gibt es noch was Essbares? Ich habe Hunger. Ja, gut. Zurück zur Main-Quest. Zur Quest-Sache. Zwerge lassen sich von großen Bauwerken beeindrucken und Statuen gehören zu ihren Lieblingsobjekten. Sie sollten zu euren Ehren unsere gefallenen Brüder und Schwestern einige... Wir sollten zu Ehren unserer gefallenen Brüder und Schwestern einige Statuen bauen. Wenn wir ein paar Steinstatuen bauen, sollte sich die Zwerge beeindrucken. Besiegt Feinde. Tapferkeit durch Kampf. Hempfort muss von uns Notiz nehmen, wenn wir uns im Kampf auf Leben und Tod hervortun. Lass uns 15 Feinde finden und sie besiegen. Das sollte ausreichen. 15 Tafeln gefunden. Bestimmt haben die frühen Bewohner des Ortes viele Tafeln mit Nachrichten hinterlassen. Wir sollten so viel wie möglich von ihnen finden. Auf mindestens einer sollte doch etwas Interessantes geschrieben stehen. Lass uns eine Weile herumgraben und mit jeder Tafel interagieren, die wir finden. Jo. Also graben tun wir erstmal hier durch. Nachher, sobald wir hier ein bisschen mit dem Aushöhlen fertig sind. Und unsere Farm etwas erweitert haben auch. Oh, hier ist auch nochmal Silbererz. Oh, sehr schön. Und dahinter ist Stein. Oh, und in der Richtung liegt ja auch noch, liegt auch schon ein geheimer Raum. Da sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein.
Hier unten wäre noch ein bisschen grün. Ich frage mich, ob hier auch noch grün ist. Deswegen buddeln wir auch mal weiter in die Richtung. So, wir haben jetzt zwei Jungzwerge, die langsam aufsteigen. Hattest du nicht gerade noch Hunger? Oder ist die Forschung gerade wichtiger? So, ich sollte auf jeden Fall mal gucken, dass ich ein paar Pflänzchen setze. Also auf jeden Fall ein paar Holzpflanzen. Und dann, sobald wir genug Platz haben, kommen hier auch noch andere Pflanzen hin. So, hier können wir auch noch ein bisschen ausgraben. Der gräbt direkt neben dem Thron, während der Prinz drauf schläft. So, sehr gut. Die beiden können dahin und jetzt geben wir mal unseren Zwergen Wachstumshormone. Jo. Denn jetzt kriegen sie schneller Erfahrungspunkte und steigen schneller auf. Was vor allem bei den Jungzwergen gar nicht mal so schlecht ist. Die haben bis jetzt nämlich immer nur 5 Erfahrungspunkte gekriegt. Ah, sieh an, jetzt kriegen sie 15. Pro Tick, den sie kriegen. Und da ist noch mehr Stein. Ja, Stein brauchen wir, weil wir müssen 4 Statuen bauen. Statuen fallen. Nein, hier ist Beleuchtung. Statuen müssen unter Dekoration fallen. Dekorative Pflanzen, verschiedene Dekorationen. Genau, hier sind große Statuen. Und genau solche Statuen müssen wir bauen. Eine Badewanne. Weil selbst Zwerge sputzig werden. Eigentlich müsste ja gerade das die Zufriedenheit der Zwerge verringern. Aber ihr habt gesehen, so eine große Statue kostet 800 Stein. So, ist schon mal nicht schlecht, dass unsere Jungzwerge jetzt dreimal so schnell aufleveln durch die eine Forschung. Und auch er hoffentlich mehr und schneller Forschungspunkte kriegt. So, graben wir hier noch ein bisschen aus. Und da ist noch mehr Stein. Ja, da haben wir, sind wir aber fast schon in diesem Hohlraum hier. Und da würde ich ungern reingraben, bevor wir nicht noch einen zweiten Militärzwerg haben. Also im Augenblick konzentriere ich mich darauf, einen von denen zum Arbeiter zu machen und einen zum Militärzwerg. Sobald sie beide Stufe 4 erreicht haben. Und hier hinter ist immer noch Stein. Und ja, ich versuche so viel Stein hier rauszuholen, wie es geht.
Habe ich die da oben irgendwie aufgestellt oder waren die vorher schon da? Darauf habe ich gar nicht geachtet. Aber ich gucke mal kurz, ob hier jetzt irgendwo Wölfe aufgetaucht sind. Manchmal streuen hier oben nämlich gerne Wölfe rum. Aber scheinbar nicht. So. Es ist immer gut, wenn Zwerge schneller Erfahrung kriegen. So, jetzt kann ich euch nach da hinten verschieben.